Sind die normale Jobs wie Architekt, Arzt oder Bauarbeiter zu langweilig? Dann ist vielleicht einer der jetzt folgenden Jobs etwas für dich. Heute für euch die 10 verrücktesten Jobs der Welt. Nummer 10. Der Job des Profikuschlers. Im Rückenkraulen gibt es richtige Profis. Man kann sogar für die Schmuseeinheiten Bares bekommen. Die Idee dahinter stammt aus den USA, woher auch sonst. Die Kunden, die zu den Kuschelprofis kommen, sind vor allem oft Alleinerziehende oder Dauersingles. Das Wichtigste ist aber, dass sich jeder an die Regeln hält, denn die Kuschelei habe nichts mit Geschlechtsverkehr zu tun. Geht es zu weit, wird die Sitzung abgebrochen. Kommen wir zu Nummer 9. Der Beruf des Golfballtauchers. Hast du dich jemals gefragt, was mit den Golfbällen passiert, die im Wasser des Golfplatzes landen? Viele Golfplatzinhaber engagieren dazu Taucher, welche dann für bis zu 65 Dollar die Stunde die Golfbälle wieder herauftauchen. Nummer 8. Videospieltester. Dies ist wohl der Traum jedes Jugendlichen. Den ganzen Tag die neuesten Spiele spielen und dafür auch noch bezahlt werden. Bevor ein Computer oder Videospiel auf den Markt kommt, wird es erst professionell getestet. Als Spieletester hat man die Aufgabe, unauffällige Fehler im Spiel zu finden. Bei den Fehlern kann es sich um Sprachfehler, aber auch um Fehler in Grafik oder Logik handeln. Diese Fehlersuche folgt einem exakten Plan und wird protokolliert. Ein bisschen arbeiten muss man also trotzdem. Es geht weiter mit Nummer 7, die Arbeit als Eierschnüffler. Wenn du schon mal in Kontakt mit einem faulen Ei gekommen bist, kannst du dir vorstellen, wie ekelhaft dieser Job sein muss. Als Eierschnüffler arbeitet man in der industriellen Produktion, wo man Eigelb und Eiweiß voneinander trennt. Um die schlechten Eier herauszufiltern, verwenden die Arbeiter hierbei ihre Nase. Nummer 6 ist der Job des Tierfuttervorkosters. Wenn du ein Tierliebhaber bist, könnte dieser Job genau das Richtige für dich sein. Oder vielleicht auch nicht. Um den Geschmack und die Konsistenz von Tierfutter zu überprüfen, gibt es in vielen Ländern den Job des Tierfuttervorkosters. Hierbei essen die Personen das Tierfutter, um zu überprüfen, ob es wirklich perfekt ist und den hohen Ansprüchen der Haustierbesitzer genügen kann. Nun zu den Top 5. Der Beruf des Glückskeksschreibers. Nachdenklich, witzig oder einfach nur albern. Die Vielfalt der Glückskekstexte kennt einfach keine Grenze. Diese Texte müssen natürlich auch von irgendjemandem geschrieben werden und werden nicht vom Computer generiert, wie manche von euch jetzt vielleicht vermutet haben. Dafür kommt der Glückskeksbetexter ins Spiel. So sucht beispielsweise Wanton Food, einer der größten Hersteller von Glückskeksen, regelmäßig nach Textern für kleine Weisheiten. Um in diesem Job erfolgreich zu sein, sollte man auf jeden Fall eine Menge Kreativität mitbringen. Nummer 4. Ohrenputzer. In Deutschland ist das Ohrenputzen in der Regel Privatsache. Oder vielleicht schaut doch mal der HNO-Arzt in dein Ohr. In manchen Ländern dieser Welt ist das jedoch ganz anders. In China zum Beispiel gibt es dafür professionelle Ohrenputzer, welche mit bestimmten Werkzeugen ausgestattet sind, um so gut wie möglich Ohrenschmalz entfernen zu können. In der Regel gibt es dann auch noch eine entspannte Ohrenläppchenmassage obendrauf. In China verdient man als Ohrenreiniger mit ca. 15 Euro verhältnismäßig sogar relativ gut. Nummer 3 ist der Job als Erschrecker. Hast du dich schon mal gefragt, wer auf Jahrmärkten oder Vergnügungsparks unter den Kostümen steckt, die einen immer erschrecken? Dahinter stecken ausgewählte Erschrecker, welche dafür extra gebucht werden und deren Arbeitsplatz wohl meistens in der Geisterbahn zu finden ist. Nummer 2 ist der Beruf des Roadkill-Entferners. Von toten Tieren geht in der Regel keine Gefahr aus, liegen sie jedoch auf der Straße, können sie eine Gefahr für Autofahrer darstellen. Deshalb gibt es den Beruf des Roadkill-Entferners. Kommt ein Tier durch ein Fahrzeug zu Tode und liegt auf der Straße, kümmern sie sich darum, es dort zu entfernen. Dieser Beruf ist vor allem in den USA, Australien und Neuseeland verbreitet, in Deutschland hingegen übernehmen das häufig die Förster. Nummer 1. Die Arbeit als virtueller Goldsucher. Dies dürfte wahrscheinlich der Traum vieler Gamer sein, stundenlang am PC zu sitzen und in Online-Fantasy-Spielen wie World of Warcraft Gold suchen, welches man dann an andere Spieler für echtes Geld verkaufen kann. Das war's auch schon. Hast du einen Traumberuf? Lass es uns doch in den Kommentaren wissen. Über eine positive Bewertung für dieses Video würde ich mich natürlich auch freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.